We have General Lahusen brought before the tribunal. Put that on number two. Did you think it would be longer? What is your name? Erwin Lahusen. Will you please spell it? L. A. H. O. U. S. E. N. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sprechen werde. And will withhold und nichts zurückhalten and add nothing und nichts hinzufügen. Had the witness better sit down, do you think? I think he should be allowed to sit down, particularly since he has a heart condition which might be aggravated by very well. The strain of standing. Just adjust the microphone again, will you? You can sit down. On what day? I think it's L-A-H-A-U-S-E-N. Am 25. Oktober 1897. What has been your occupation? Ich war Berufssoldat. Where were you trained? Ich bin in Österreich in der Theresianischen Militärakademie zu Wiener Neustadt ausgebildet worden. Were you immediately commissioned as an officer? Ich wurde im Jahr 1915 zum Leutnant in der Infanterie ernannt. Did you serve in the First World War? Ja. Als Leutnant und Oberleutnant in der Infanterie. Were you promoted from time to time thereafter? Ja, anschließend bin ich im Rahmen der damals in Österreich geltenden Bestimmungen normal befördert worden. By 1930, what rank had you attained? Im Jahr 1930 war ich Hauptmann. And commencing in 1930, did you take any additional training? 1930 kam ich in die österreichische Kriegsschule. Das ist jene Einrichtung, die in der deutschen Wehrmacht der Kriegsakademie entspricht. Also in die Ausbildung zum Generalstabsoffizier. How long did this
training last? Diese Ausbildung dauerte 3 Jahre. In 1933, to what regular army unit were you assigned? In 1933 machte ich Dienst bei der 2. österreichischen Division. Das war die Wiener Division. What type of work did you do there? Ich war als Nachrichtenoffizier eingeteilt, jener Dienst, für den ich schon mit dem Verlassen meiner Generalstabsausbildung bestimmt und vorgesehen war. Did you then receive a further promotion? Ich bin damals ebenfalls im Rahmen der in Österreich geltenden Bestimmungen normal weiter befördert worden. Und zwar wurde ich etwa Ende 1933 Major, wurde dann etwa 1935 oder Anfang 1936 im Generalstab übernommen und wurde ungefähr im Juni, jedenfalls im Sommer 1936, Oberstleutnant des Generalstabs in Österreich. And were you assigned to the intelligence division at or about that time? Ich kam in die österreichische Nachrichtenabteilung. Nachrichtenabteilung entspricht sachlich demselben Begriff, der in der deutschen Wehrmacht unter Abwehr bezeichnet wird. Ich muss hinzufügen, dass eine Nachrichtenabteilung in Österreich erst mit diesem Zeitpunkt, also mit dem Jahr 1935, errichtet wurde. Vorher gab es diese Einrichtung nicht. Und aus diesem Grunde, weil die Absicht bestand, im Rahmen des österreichischen Bundesheeres den militärischen Nachrichtendienst, der seit dem Jahr 1918, also den Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, völlig eingestellt war, wieder neu aufzuziehen, wurde ich für diesen Dienst ausgebildet, um in der nunmehr errichteten Nachrichtenabteilung diesen Dienst zu organisieren. After being assigned to the intelligence division, how were your activities principally directed? Mein verantwortlicher Chef, das heißt, richtiger gesagt, der verantwortliche Chef war damals Oberst des Generalstabs Böhme, der Abteilungschef, dem ich unterstand, der Chef der Nachrichtenabteilung, also derjenige mir gegenüber verantwortliche und zuständige Mann, von dem ich meine Befehle und Weisungen erhielt. In weiterer Folge der Chef des Generalstabs, des österreichischen Generalstabs. Colonel Lehman, can't you shorten this? We really needn't have all this detail. Very good, sir. It is, however, I think important for the tribunal to understand more of this information than you ordinarily would by virtue of the fact
that he was taken over subsequently to a corresponding position in the German army, which I did want the tribunal to appreciate. Now, will you state to the tribunal what your principal activities were after being assigned to the intelligence division? What information were you interested and seeking to obtain? Wenn ich recht verstehe, ist gemeint meine Dienstleistung in der österreichischen Nachrichtenabteilung. Also in der österreichischen Nachrichtenabteilung, nicht in der Abwehr der deutschen Wehrmacht. Now, after the Anschluss, what position did you assume? Nach dem Anschluss wurde ich automatisch in das Oberkommando der deutschen Wehrmacht in meinen gleichen Dienst übernommen. Und zwar in die deutsche Abwehr, deren Chef damals Admiral Canaris war. And what was the position of Admiral Canaris? Canaris war damals der Chef der deutschen Abwehr. And will you explain briefly the responsibility of the principal departments of the Abwehr under Admiral Canaris? Als ich in das Amt Auslandabwehr kam, das war im Jahr 1938, nach dem Anschluss, bestanden dort drei Abwehrabteilungen und die damalige Abteilung Ausland. Zusammengefasst, organisatorisch zusammengefasst in das Amt Auslandabwehr. Wenigstens habe ich diese Zusammensetzung in der Form, wie ich sie jetzt wiedergebe, erlebt. Wie es vorher war, kann ich nicht genau sagen. And what were your duties? Ich kam zunächst automatisch in die Abwehrabteilung 1. Das ist jene Abteilung, die mit der Nachrichtenbeschaffung befasst war, oder geheimer Meldedienst, wie es auch bezeichnet wurde. Und war beschäftigt oder arbeitete unter dem damaligen Abteilungschef, dem damaligen Oberst des Generalstabs Biekenbrock, den ich ebenso wie Canaris ja schon aus meiner österreichischen Vergangenheit kannte. And Admiral Canaris was your immediate superior? Admiral Canaris war mein unmittelbarer Vorgesetzter. From time to time, did you act as his personal representative? Ja, in allen jenen Fällen und Anlässen, wo sein Vertreter, sein unmittelbarer Vertreter, das war der Oberst Biekenbrock, nicht anwesend war oder bei jenen Anlässen, wo Canaris aus irgendwelchen Gründen es für notwendig und erforderlich hielt, mich als seinen Vertreter in Erscheinung treten zu lassen.
And in this capacity, did you have any contact with Field Marshal Keitel? Yeah. Did you also have contact with Jodl? In weit geringem Maß, aber ab und zu auch. And did you occasionally attend conferences at which Hitler was also present? Ja, ich habe an einigen wenigen Sitzungen oder Besprechungen teilgenommen, bei denen Hitler anwesend war und den Vorsitz geführt hat. Will you tell the tribunal whether the leaders of the Abwehr were in sympathy with Hitler's war program? Ich muss dazu erklären, dass wir damaligen Chefs der Abwehr durch die Persönlichkeit Canaris in seiner inneren Haltung, die uns, das heißt, einen kleinen Kreis völlig klar und eindeutig war, verbunden und gebunden waren. And was there a particular group or groups in the Abwehr who worked against the Nazis? Innerhalb des Amts Auslandabwehr gab es zwei Gruppen, die wohl hinsichtlich ihres Wollens und ihres Handelns stark ineinander verflochten waren, die jedoch irgendwie auseinandergehalten werden müssen. And what were those two groups? Bevor ich diese Frage muss ich ganz kurz die Persönlichkeit von Canaris, des geistigen Führers und Mittelpunkts dieser Gruppen darstellen. Please make it as brief as you can. Canaris war eine Persönlichkeit des reinen Intellekts. Er hasste aus seinen innersten sehr eigenartigen und sehr komplizierten Wesen die Gewalt an sich. Darum hasste und verabscheute er den Krieg, hasste er Hitler, sein System und insbesondere seine Methoden. Canaris war, wie immer man ihn betrachten mag, ein Mensch. Now will you refer back to the two groups of which you spoke and tell me about each of those two groups and their respective memberships. Die eine Gruppe, man kann sie bezeichnen als den Kreis Canaris, umfasste im Amt Auslandabwehr, und zwar in den Spitzen, vor allem Canaris selbst als den geistigen Führer, den damaligen General Oster,
damals Chef der Zentralabteilung, meinen Vorgänger, den damaligen Oberstleutnant Großkurt, der mich in diesen Kreis mit Canaris 1938 noch in Wien eingeführt hatte. Weiter den Chef der Abwehrabteilung 1, den damaligen Oberst Bietenbrock, der mit Canaris engstens befreundet war, den Nachfolger von Oberst Bietenbrock, Oberst Hansen, der am 28. Juli hingerichtet wurde, meinen Nachfolger, Oberst Freitag Loringhofen, der am 26. Juli 1944 vor der Verhaftung Selbstmord beging. Dann in einer gewissen Differenzierung, die für alle zutrifft, den Chef der Abwehrabteilung 3, Oberst von Bentivenni, und in allen diesen Abteilungen verschiedene Personen, die zum größten Teil im Zusammenhang mit den Ereignissen des 20. Juli hingerichtet oder in das Gefängnis geworfen wurden. Ich muss in diesem Zusammenhang nicht den genannten Gruppen angehörend, aber als Mitwisser von Aktionen, die die Nichtbefolgung oder Verhinderung von Mordbefehlen und anderen Atrozitäten beinhaltet haben, den Chef des Amtes Ausland, den damaligen Admiral Bürkner, ebenfalls nennen. Das ist im Wesentlichen oder sind im Wesentlichen die Spitzen dieses von mir als Kreis Canaris oder dieser als Kreis Canaris bezeichneten Gruppe. Die zweite, viel kleinere Gruppe war verbunden mit General Oster als geistigen Führer jener Leute im Amt Ausland Abwehr, die sich schon 1938 dann für mich klar erkennbar 1939, 40 und in späterer Folge mit Plänen und Absichten aktiv befassten, die darauf hinauszielten, den Entfessler dieser Katastrophe, nämlich Hitler, mit Gewalt zu beseitigen. What was the purpose of the group to which you belonged, that of Canaris Inner Circle? Über die politischen Ziele oder Motive bin bzw. wurde ich nicht orientiert. Ich kann nur wiedergeben die Gedankengänge, die mir bestens bekannt sind,
da ich einer der engsten Vertrauten von Canaris war, die seine Grundhaltung bestimmt haben. Und diese seine innere Grundhaltung, die nicht nur mir, sondern auch den Personen, die ich vorhin genannt habe, im Wesentlichen bekannt war, war ungefähr folgende. Es ist uns nicht gelungen, diesen Angriffskrieg zu verhindern. Der Krieg bedeutet das Ende Deutschlands und unser Ende somit ein Unglück und eine Katastrophe größten Ausmaßes. Ein Unglück, das aber noch viel größer wäre als diese Katastrophe, wäre ein Triumph dieses Systems, das mit allen nur irgendwie möglichen Mitteln zu verhindern, ist der letzte Sinn und Zweck unseres Kampfes. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist von Canaris in den Kreis, den ich vorher besprochen habe, dem Sinne nach zu wiederholten Malen zum Ausdruck gebracht worden. Now, did this group of which you and Canaris were members meet frequently? Ich muss erklären, dass diese Gruppe oder dieser Kreis nicht etwa als Organisation im technischen Sinne oder irgendein Verschwörerclub anzusehen gewesen wäre. Das hätte völlig dem Wesen von Canaris widersprochen. Es war vielmehr eine geistige Organisation von gleichgesinnten Leuten, von Leuten, die sehend und wissend waren, wissend durch ihre Dienststellung, die sich verstanden haben und die gehandelt haben, aber bei Wahrung der völligen inneren Unabhängigkeit jedes Einzelnen. Daher die Differenzierung, von der ich einleitend sprach. Es wurde nicht von jedem Einzelnen dasselbe verlangt, sondern Canaris wandte sich jeweils an die Person, die er für eine bestimmte Aufgabe nach seinem Wissen um die innere Haltung dieses Menschen für geeignet hielt. Es war durchaus nicht irgendein Kreis. Did you have conversations at these official meetings at which Canaris expressed his views with respect to the use of force in Poland, for example? Diese und ähnliche Methoden wurden wiederholt. Ich kann sagen, jedes Mal in unserem Kreis besprochen. Sie fanden die selbstverständliche, weil ganz natürliche Ablehnung von uns allen.
Do you recall what Canaris said about the Polish war at the time of its commencement? Ich erinnere mich ganz genau der Stunde, wie Canaris völlig erschüttert hereingetreten ist und uns von der Tatsache, dass es nun doch ernst geworden sei, doch ernst, weil ja rund eine Woche vorher die Sache noch verschoben wurde, und damals sagte, das ist das Ende. Did you have conversations with Canaris and the other members of your group with respect to eliminating Nazis from your staff? Ich hatte noch in Wien, bevor ich meine Dienstleistung im OKW antrat, von Canaris die Weisung bekommen, in sein Amt, also nach Berlin, absolut keinen Nationalsozialisten mitzubringen. Ebenso hatte ich die Anweisung, in meiner Abteilung, wo es nur irgendwie durchführbar war, namentlich in leitenden Stellen keine Parteileute oder parteimäßig gebundene Offiziere zu beschäftigen. Es in der Zusammensetzung, der tatsächlichen Zusammensetzung, also in dem, was tatsächlich geschehen wurde, ist das, was ich jetzt gesagt habe, ohne weiteres Did Canaris keep a diary? Ja, Canaris führte ein Tagebuch, und zwar schon vor Beginn des Krieges. Ein Tagebuch, in dem ich selbst viele Beiträge liefern musste und geliefert habe. Was it a part of your duties to make entries in that diary? Nein, es gehörte nicht unmittelbar zu meinen Pflichten, sondern es ergab sich ganz natürlich, dass ich von jenen Besprechungen, denen ich mit Canaris oder für Canaris als sein Vertreter beiwohnte, entsprechende Auszüge oder Abschriften für sein Tagebuch verfasst habe. And did you keep copies of the entries which you made in Canaris' diary? Ich habe solche Abschriften mit Wissen und mit Wollen von Canaris zurückbehalten. Do you have the originals of some of those copies with you here today? Ich habe sie nicht bei mir, aber sie sind hier verfügbar. And you have refreshed your recollection from reference to those entries? Ja. What was the purpose of Canaris in keeping such a diary? Wenn ich die Frage beantworte, muss ich sie der Wahrheit gemäß
mit den Worten wiederholen, die Canaris diesbezüglich an mich gerichtet hat. Andere wissen das, was ich jetzt sage, auch. Sinn und Zweck dieses seines Tagebuches war und durch mich spricht die Stimme von Canaris dem deutschen Volk und der Welt einmal zu zeigen, wie die Leute schuldig wurden, die die Geschicke dieses Volks in dieser Zeit geführt und gelenkt haben. Now, do you recall attending conferences with Canaris at the Führer's headquarters just prior to the fall of Warsaw? Ich nahm mit Canaris an einer Besprechung teil, die nicht im Führerhauptquartier, aber im sogenannten Führerzug, ziemlich unmittelbar vor dem Fall Warschaus stattgefunden hat. And having refreshed your recollection from reference to the entries in Canaris' diary, can you tell the tribunal the date of those conferences? Nach meinen mir zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen, das heißt der für das Tagebuch von Canaris oder des für das Tagebuch von Canaris verfassten Aktenvermerks, war es der 12. September 1939. Did each of these conferences take place on the same day? Die Besprechung im Führerzug fand an einen Tag, das heißt am 12. September statt. And was there more than one conference on that day? Were they split into several conferences? Ich kann es nicht als Sitzungen bezeichnen. Es waren Besprechungen, kürzere und längere Besprechungen oder Unterredungen. And who was present on this occasion? Bei dieser Gelegenheit war anwesend, und zwar räumlich und zeitlich unabhängig, der damalige Reichsaußenminister von Ribbentrop, der damalige Chef von KW Keitel, der damalige Chef des Wehrmacht-Führungsstabes Jodl, Canaris und ich. Do you see Ribbentrop in this courtroom? Ja. Will you indicate for the record where he is sitting? Der ersten Reihe, der dritte von links. Do you also see Keitel in the courtroom? Ja, er ist neben Ribbentrop. Do you also see Jodl in the courtroom? Ja, er ist in der zweiten Bank neben Herrn von Papen. Now, to the best of your knowledge and recollection, will you please explain in as much detail as possible to the tribunal
exactly what was said and what took place at this conference in the Führer's train. Zunächst hatte Canaris eine kurze Besprechung mit dem damaligen Reichsaußenminister von Ribbentrop, in welcher von Ribbentrop die politischen Zielsetzungen im Großen bezüglich des polnischen Raumes erläuterte, und zwar in Beziehung und Zusammenhang mit der Ukrainer-Frage. Diese politischen Zielsetzungen hat dann der damalige Chef OKW in der anschließenden Besprechung in seinen Arbeitswaggon erläutert und zusammenfassend wiedergegeben. Sie sind in den Akten vermerkt, den ich auf Befehl Canaris sofort anschließend verfassen musste, festgehalten. Es wurde dann immer noch im Arbeitswaggon des damaligen Chef OKW von Canaris seine schweren Bedenken über die ihm bekannte Absicht des Bombardements von Warschau hingewiesen. Und zwar wurden von Canaris auf die verheerenden außenpolitischen Folgen dieses geplanten Bombardements von Warschau hingewiesen. Der damalige Chef OKW Keitel antwortete darauf, dass diese Maßnahmen zwischen dem Führer und Göring direkt festgelegt worden sind. Und er, Keitel, darauf keinen Einfluss gehabt hätte. Er sagte damals wörtlich, und das gebe ich naturgemäß nur aus dem Nachlesen aus meinen Aufzeichnungen wieder: Der Führer und Göring telefonieren häufig miteinander. Manchmal erfahre auch ich etwas davon, aber nicht immer. Zum Zweiten warnte Canaris in sehr eindringlicher Form vor den Maßnahmen, die ihm, Canaris, bekannt geworden waren, nämlich die bevorstehenden Erschießungen und Ausrottungsmaßnahmen, die sich insbesondere gegen die polnische Intelligenz, den Adel, Geistlichkeit, wie überhaupt alle Elemente, die als Träger des nationalen Widerstands angesehen werden sollten, richteten. Canaris sagte damals ungefähr wörtlich: Für diese Methoden wird einmal die Welt, auch die Wehrmacht, unter deren Augen diese Dinge stattfinden, verantwortlich machen. Der damalige Chef OKW erwiderte hierauf: Ich gebe das, was ich jetzt sage, ebenfalls wieder aus meinen Aufzeichnungen, die ich vor einigen Tagen eingesehen habe, dass diese Dinge vom Führer bereits entschieden seien und der Führer
dem Oberbefehlshaber des Heeres, habe wissen lassen, dass, wenn die Wehrmacht diese Dinge nicht durchführen wolle, beziehungsweise damit nicht einverstanden sei, sie sich es auch gefallen lassen müsse, dass neben ihr SS, Sicherheitspolizei und dergleichen in Erscheinung treten, die diese Maßnahmen dann eben durchführen würden. Es wäre daher neben jedem Militärbefehlshaber auch ein entsprechender ziviler Funktionär eingesetzt werden. Das war ungefähr der wesentliche Sinn des Themas betreffend die geplanten Erschießungen und Ausrottungsmethoden in Polen. What, if anything, was said about a so-called political house cleaning? Ja, der damalige Chef OKW gebrauchte in diesem Zusammenhang noch einen Ausdruck, der jedenfalls von Hitler stammte und der diese Maßnahmen als politische Flurbereinigung bezeichnete. Dieser Ausdruck ist mir ganz klar in Erinnerung geblieben und gewesen, auch ohne meine Aufzeichnungen. In order that the record may be perfectly clear, exactly what measures did Keitel say had already been agreed upon? Man hatte sich nach der Darstellung des damaligen Chef OKW bereits geeinigt über das Bombardement Warschau und über die Erschießungen der von mir bezeichneten Volkskategorien oder Gruppen in Polen. And what were they? What were those categories? Ja, das war vor allem die polnische Intelligenz, Adel, Geistlichkeit und selbstverständlich die Juden. What, if anything, was said about possible cooperation with a Ukrainian group? Ja, es wurde, und zwar vom damaligen Chef OKW, als Weitergabe einer Richtlinie, die er offenbar von Ribbentrop empfangen hat, weil er sie im Zusammenhang mit dem politischen Vorhaben des Reichsaußenministers erläutert, bekannt gegeben hat, wurde Canaris aufgetragen, in der galizischen Ukraine eine Aufstandsbewegung hervorzurufen, die die Ausrottung der Juden und Polen zum Ziel hätte. Nach At what point did Hitler and Jodl enter this meeting? Hitler
und der damalige Chef des Wehrmacht-Führungsstabes, Jodl, traten ein, entweder nachdem das, was ich soeben wiedergegeben habe, besprochen war, oder sich die Besprechung dieses Themas ihrem Ende zuneigte. Und Canaris bereits mit seinem Bericht über die Lage im Westen begonnen hatte. Das heißt, über die Nachrichten, die mittlerweile eingelaufen waren, über das Verhalten der Franzosen, der französischen Armee am Westwall. And what further discussion then took place? Nach diesem Gespräch im Arbeitswaggon des damaligen Chef OKW verließ Canaris den Wagen und hatte noch eine kurze Unterredung mit von Ribbentrop, der ihm noch einmal zurückkommend auf das Thema Ukraine sagte, es müsse der Aufstand oder die Aufstandsbewegung derart inszeniert werden, dass alle Gehöfte, und das, was ich jetzt sage, ist mir ganz genau in Erinnerung, dass alle Gehöfte der Polen in Flammen aufgingen und alle Juden totgeschlagen würden. Who said that? Das hat der damalige Reichsaußenminister von Ribbentrop zu Canaris gesagt. Ich stand daneben. Is there any slightest doubt in your mind about that? Nein, darüber habe ich nicht den geringsten Zweifel. Er ist mir ganz besonders klar in Erinnerung wegen der Formulierung, dass alle Gehöfte in Flammen aufgehen müssten, denn die war einigermaßen neu. Ansonsten normal wurde ja nur von Umlegen und Liquidieren gesprochen. Was there any note in Canary's diary which helped to refresh your recollection on that point also? Nein. What, if anything, was said on the subject of France? Ja, über das Thema Frankreich wurde im Waggon des damaligen Chef OKW gesprochen. Und zwar wurde von Canaris die Lage im Westen erläutert, nach den Abwehrnachrichten, die ihm zur Verfügung gestanden sind. Canaris brachte die Lage damals in dem Sinn zur Darstellung, dass nach seinen Nachrichten und seiner Auffassung ein Großangriff im Raum Saarbrücken methodisch vorbereitet würde. In diese Unterredung mischte sich Hitler, der inzwischen eingetreten war, und übernahm sofort das Gespräch, indem er lebhaft die von Canaris zum Vortrag gebrachte Darstellung zurückwies, mit Argumenten, die ich heute rückschauend als sachlich richtig bezeichnen muss. Do you recall whether, in the course of this conference, Ribbentrop said anything about the Jews?
während der Unterhaltung, die räumlich im Arbeitswaggon des damaligen Chef-OKW stattfand, war von Rimdrop nicht anwesend. Do you recall whether at any time in the course of the conference Ribbentrop said anything about the Jews? In dieser Besprechung, ich wiederhole nochmals, in der Besprechung, die im Arbeitswaggon stattfand, nein. For purposes of keeping the record straight, whenever you have referred to the chief of the OKW, you are referring to Keitel? Ja. Was the Abwehr ever asked to furnish any assistance for the Polish campaign? Ja. Did that undertaking have any special name? So wie es in dem Tagebuch meiner Abteilung aufgezeichnet erscheint, wurde diesem Unternehmen, das unmittelbar vor Beginn des Polenfeldzugs lief, die Bezeichnung Unternehmen Himmler gegeben. Will you explain to the tribunal the nature of the assistance required? Die Angelegenheit, für die ich jetzt Zeugenschaft ablege, ist eine der mysteriösesten Aktionen, die sich in der Atmosphäre des Amtsauslandabwehr abspielte. Einige Tage oder einige Zeit, ich glaube, es war Mitte August, in dem Tagebuch der Abteilung ist das genaue Datum nachzulesen, erhielt sowohl die Abwehrabteilung 1 als auch meine Abteilung, die Abwehrabteilung 2, den Auftrag, polnische Uniformen und Ausrüstungsgegenstände sowie Soldbücher oder ähnliche polnische Identitätskarten für ein Unternehmen Himmler bereitzustellen bzw. herbeizuschaffen. Der Auftrag oder den Auftrag erhielt, wie aus den Aufzeichnungen des Tagebuchs der Abteilung, das nicht ich geführt habe, sondern mein Adjutant, hervorgeht, erhielt Canaris vom Wehrmachtführungsstab bzw. von der Abteilung Landesverteidigung. Ich glaube, der Name des General Warlimont ist genannt. Do you know where this request originated? Woher diese Forderung stammte, kann ich nicht sagen. Ich kann es nur so wiedergeben, wie es an uns als Befehl herangekommen ist. Allerdings ein Befehl, über den wir, also die betroffenen Abteilungschefs, uns schon damals eigene Gedanken machten, ohne zu wissen,
um was es im Letzten ging. Der Name Himmler allein sprach jedoch für sich. In den Aufzeichnungen des Tagebuchs der Abteilung kommt das auch insofern zum Ausdruck, dass ich die Frage gestellt habe, wieso Herr Himmler dazu kommt, Uniformen von uns geliefert zu bekommen. To whom was this Polish material to be furnished by the Abwehr? Diese Ausrüstungsgegenstände mussten bereitgestellt werden und wurden eines Tages von irgendeinem Mann der SS oder des SD, der Name ist im offiziellen Kriegstagebuch der Abteilung enthalten, abgeholt. At this time, was the Abwehr informed as to how this Polish material was to be used? Nein, den wirklichen Zweck, den wir eigentlich bis zum heutigen Tag in seinen Einzelheiten nicht erfahren haben, wussten wir damals nicht. Wir hatten allerdings damals schon den sehr erklärlichen Verdacht, dass hier eine ganz üble Sache gespielt wurde. Dafür bürgte der Name des Unternehmens. Did you subsequently find out from Canaris what in fact had happened? Der tatsächliche Ablauf war folgender. Als der erste Wehrmachtsbericht erschien, der von einem Angriff der Polen oder polnischer Einheiten auf deutsches Gebiet sprach, sagte Piekenbrock, der den Bericht in der Hand hatte und vorlas, jetzt wissen wir, wozu unsere Uniformen da waren. Und daran anschließend, ob am selben Tag oder einige Tage oder Zeit später, kann ich heute nicht mehr sagen, setzte uns Canaris in Kenntnis, dass mit diesen Uniformen Leute aus Konzentrationslagern verkleidet wurden, die dann irgendeine militärische Angriffshandlung gegen den Sender Gleiwitz, eine andere Örtlichkeit ist mir nicht in Erinnerung, durchführen sollten. Trotzdem wir uns brennend interessiert haben, namentlich General Oster, wie die Einzelheiten dieser Aktion abgelaufen sind, also wo es geschehen ist und was da im Einzelnen passiert ist. Im Wesentlichen konnten wir es uns ja vorstellen, wir wussten es aber nicht. Kann ich bis heute nicht sagen, wie diese Sache durchgeführt wurde. Did you ever find out what happened to the men from the concentration camp that wore the Polish uniforms and created this incident? Da ich mich um diese Sache die ganze Zeit sehr interessiert habe,
hatte ich noch nach der Kapitulation in den Lazarett, in dem ich lag und wo ich über die Dinge sprach, einen dort anwesenden SS-Hauptsturmführer, er war ein Wiener, gefragt, wie sich die Dinge eigentlich zugetragen hätten. Und der Mann, er hieß Birke, sagte mir, es ist ganz eigenartig, dass selbst wir in unseren Kreisen von dieser Sache erst viel, viel später etwas, und zwar nur andeutungsweise, erfahren haben. Nach meiner Kenntnis, also Birkels Kenntnis, sollen auch alle Leute des SD, die daran beteiligt gewesen sind, umgelegt, also getötet worden sein. Das ist das Letzte, was ich über diese Sache gehört habe. Do you recall attending a meeting in 1940 at which the name of Weigand was under discussion? Yeah. Do you happen to recall the particular month in which this discussion took place? Die Besprechung fand im Winter, Winter 1940 statt. Also meiner Erinnerung nach etwa im November oder Dezember. Ich habe das genaue Datum in meinen persönlichen Aufzeichnungen festgehalten. Auf Wunsch von Canales und Mitwissen. To the best of your knowledge and recollection, who was present? Damals waren wie fast jeden Tag bei der üblichen Lagebesprechung, die täglich stattfand, die drei Abteilungschefs und der Chef des Amts Ausland, der damalige Admiral bzw. Kapitän zur See Bürkner, anwesend. What were you told at this meeting by Canaries? Bei dieser Besprechung eröffnete uns Canaries, dass er schon seit einiger Zeit von Keitel dahingehend bedrängt würde, dass eine Aktion durchgeführt würde, die die Beseitigung des französischen Marschalls Weygand zum Ziel hätte. Und ich, er meinte damit naturgemäß meine Abteilung, hätte diese Aufgabe durchzuführen. When you say elimination, what do you mean? Töten. What was Weigand doing at this time? Weygand war meiner Erinnerung nach damals in Nordafrika. What was the reason given for attempting to kill Weigand? Als Grund war angegeben worden die Besorgnis, dass Weygand mit den ungeschlagenen Teilen
der französischen Armee in Nordafrika irgendein Widerstandszentrum bilden könnte, das natürlich nur der wesentliche Sinn, der mir noch heute in Erinnerung ist. Es kann sein, dass noch andere Gründe maßgebend waren. Now, after you were informed, so informed by Canaris, what else was said at this meeting? Dieses Ansinnen, das in dieser offenen und unverhüllten Form der militärischen Abwehr zum ersten Mal von einem Vertreter der Wehrmacht gestellt wurde, wurde von allen Anwesenden entrüstet und schärfstens zurückgewiesen. Ich selbst als der Betroffene, in dem Sinn Betroffene, als meiner Abteilung zugemutet wurde, diese Aktion durchzuführen, habe schlankweg vor allen Anwesenden ganz natürlich reagiert, indem ich gesagt habe, ich denke nicht dran, diesen Befehl durchzuführen. Meine Abteilung und meine Offiziere sind für den Kampf da, aber sie sind keine Mörderorganisation oder sie sind keine Mörder. What then did Canaris say? Canaris sagte darauf, etwa dem Sinnen nach, beruhigen Sie sich, wir sprechen uns nachher. And did you then talk it over later with Canaris? Ich habe, nachdem die anderen Herren den Raum verlassen haben, unter vier Augen mit Canaris gesprochen. Und Canaris sagte mir sofort, es ist ganz selbstverständlich, der Befehl wird nicht nur nicht durchgeführt, er wird auch gar nicht weitergegeben. Und so ist es auch geschehen. Were you subsequently questioned as to whether you had carried out this order? Ich bin bei einem Vortrag, den Canaris bei Keitel hielt und bei dem ich anwesend war, von dem damaligen Chef OKW Keitel auf dieses Thema angesprochen worden, in dem Sinne, dass er mich fragte, was in der Angelegenheit bisher geschehen sei oder unternommen wurde. Ich habe das Datum dieses Vorfalls in meinen Aufzeichnungen auf Anregung und mit Wissen von Canaris festgehalten. And what reply did you make to Keitel? Ich kann mich heute naturgemäß auf den Wortlaut nicht mehr erinnern. Eines ist ganz sicher, ich habe bestimmt nicht geantwortet, dass ich nicht daran denke, diesen Befehl durchzuführen. Ich habe es nicht getan und konnte es nicht tun, sonst würde ich heute nicht hier sitzen. Ich habe wahrscheinlich, wie in vielen ähnlichen Fällen, geantwortet, es ist sehr schwer, aber es wird alles gemacht werden, was nur möglich ist oder so etwa. Ich kann mich aber naturgemäß auf den Wortlaut nicht erinnern.
Incidentally, are you the only one of this intimate Canaries group who is still alive today? Ich glaube, zumindest einer der wenigen. Es könnte noch hoffentlich Piekenbrock da sein. Vielleicht Bentivenni, der aber nicht in allen und jedem zu den engen Kreis gehört hat. Die meisten übrigen sind durch die Ereignisse des 20. Juli erledigt worden. I have another subject to take up now. I don't know if you want me to start in on it before recess. Yes, we will continue until 12:45. In 1941, did you attend a conference at which General Reinecke was present? Ja. And who was General Reinecke? General Reinecke war damals der Chef des Allgemeinen Wehrmachtsamtes, also eines Amtes, das dem OKW angehörte. Do you recall the approximate date of that meeting? Es war ungefähr im Sommer 1941, verhältnismäßig bald nach Beginn des Russlandfeldzuges, etwa im Juli. To the best of your knowledge and recollection, will you state exactly who was present at that conference? Bei dieser Konferenz, die auch in den Aufzeichnungen für Canaris festgehalten erscheint und wo ich als sein Vertreter teilnahm, waren anwesend als Vorsitzender damalige General Reinecke, dann der Obergruppenführer Müller vom Reichssicherheitshauptamt, dann der Oberst Breyer, der für die Abteilung Kriegsgefangenenwesen zuständig war, und ich für das Amt Auslandabwehr, also für Canaris. Will you explain who Müller was and why he was at this meeting? Müller war ein Amtschef im Reichssicherheitshauptamt und hat an dieser Sitzung teilgenommen, weil er für die Durchführung der Maßnahmen, die die Behandlung der russischen Kriegsgefangenen beinhaltet hatten, der Zuständige war, nämlich für die Durchführung der Exekutionen. Will you explain who Colonel Buer was and why he was there? Oberst Breyer? Breyer. Breyer. Ja, der war für Kriegsgefangenenwesen zuständig. Ich weiß nicht, in welcher organisatorischen Form damals die Abteilung oder das Amt bestand. Jedenfalls war er zuständig für Kriegsgefangenenfragen im Rahmen des OKW. What was the purpose of this conference? Diese Besprechung hatte den Zweck, um die bis zu diesem Zeitpunkt ergangenen Befehle über die Behandlung russischer Kriegsgefangener zu kommentieren und zu erläutern.
darüber hinausgehend auch noch zu begründen. Did you learn from the conversation at this conference what the substance of these orders under discussion was? Der Inhalt umfasste im Wesentlichen zwei Gruppen von Maßnahmen, die zu treffen waren. Und zwar erstens die Tötung der russischen Kommissare und zweitens die Tötung aller jener Elemente unter den russischen Kriegsgefangenen, die nach einem Aussonderungsverfahren, das der SD durchführen sollte, als bolschewistisch verseucht beziehungsweise als aktive Träger der bolschewistischen Weltanschauung anzusehen waren. Did you also learn from the conversation what the basis for these orders had been? Die Basis dieser Befehle wurde von Reinecke dahingehend in ihren wesentlichen Zügen erläutert, dass der Krieg zwischen Deutschland und Russland nicht ein Krieg, also eine Auseinandersetzung zweier Staaten oder zweier Armeen sei, sondern eine Auseinandersetzung zweier Weltanschauungen, nämlich der nationalsozialistischen und der bolschewistischen. Der Rotarmist also nicht als Soldat im Sinne des Begriffes, wie er für unsere westlichen Gegner zutraf, genommen werden sollte, sondern als ideologischer Feind, das heißt als Todfeind des Nationalsozialismus und entsprechend zu behandeln sei. Did Canaris tell you why he was selecting you to go to this conference? Canaris hat mich aus zweierlei, vielleicht dreierlei Gründen und Motiven zu dieser Besprechung befohlen, trotzdem er selbst in Berlin anwesend war. Erstens wollte er ein persönliches Zusammentreffen mit Reinecke, den er als den Typus des allzeit willfährigen nationalsozialistischen Generals persönlich schärfstens abgeneigt war, vermeiden. Zum Zweiten hat er mir befohlen und als Richtlinie gegeben, zu versuchen, durch sachliche Argumente, also durch Einwirkung auf die Vernunft, diesen nicht nur brutalen, sondern völlig unsinnigen Befehl entweder zu Fall zu bringen oder zumindest in seinen Auswirkungen herabzudrücken, soweit es eben möglich war. Er bestimmte mich auch aus taktischen Erwägungen, weil er als Amtschef in der Stellung, in der er war, sich lange nicht so weit vorwagen konnte, wie ich, der ich dank meiner untergeordneten Stellung eine viel schärfere Sprache führen konnte. Zum Dritten kannte er ganz genau meine innere Haltung, namentlich in dieser Frage
eine Haltung, die ich praktisch überall dort bewiesen habe, wo ich bei meinen vielen Reisen an die Front Zeuge von Misshandlungen von russischen Kriegsgefangenen war. Sie ist in den Aufzeichnungen ebenfalls eindeutig festgelegt. Did Canaris and the other members of your group have a nickname for Reinecke? Er hieß nicht nur bei unserer Gruppe, sondern auch in einem weiteren Kreis der kleine oder der andere Keitel. Now, prior to your going to this conference, did Canaris make any other comment on these orders? Canaris hatte schon bei Erlassen dieser Befehle, die ja in unseren Kreis, wenn ich unseren Kreis sage, so meine ich immer in erster Linie die Abteilungschefs, als in unserem Kreis bekannt wurde, schärfstens dagegen Stellung genommen und einen Protest durch das Amt Ausland, also durch Bürkner, vorbringen lassen. Ich kann nicht mehr, heute nicht mehr sagen, ob das schriftlich geschehen ist oder ob er es mündlich Keitel direkt vorgetragen habe, hat. Ich glaube beides. Bürkner muss darüber genau Bescheid wissen. When you say protested through Bürkner, what do you mean? Wenn ich sage durch Bürkner, meine ich die Abteilung oder die Gruppe, es war wohl nur eine Gruppe oder vielleicht sogar nur ein Referat in seinem Amt, das sich mit Völkerrechtsfragen befasst hat und dessen Sachbearbeiter Graf Moltke war, ein Mann, der übrigens auch zum Kreis Oster. Will you repeat that? Will you repeat? Dieser Protest oder diese Gegenargumente in der Frage Behandlung der russischen Kriegsgefangenen wurden durch Canaris über das Amt Ausland, also über Bürkner, weitergeleitet. Im Amt Ausland war nämlich ein Referat eingebaut, das sich mit Völkerrechtsfragen zu befassen hatte. Der Sachbearbeiter dieses Referats war der Graf Moltke, der ebenso wie andere Personen zum engen Kreis Oster gehört hatte und nach dem 20. Juli hingerichtet wurde. Would that be a convenient time to break off? Yes, sir. Until 2 o'clock. Thank you.